Liebe Freunde, ich will Sie auf das Mata-Agritsch-Festival und auf zwei sehr besondere Vorstellungen im Rahmen dieses Festivals, das dieses Jahr überall, nur nicht in der Leisthalle, die 4 Monate lang renoviert und noch schöner gemacht wird. Deshalb sind wir mit der Eröffnung auf Kampnagel am 20. Juni mit einem theatralen Abend, in dem es auch um jüdisches Leben geht. Mata-Agritsch wird Weiß von Maurice Ravel spielen und Bruchs Kornidre zusammen mit Misha Maisky. Samuel Weiss, der wunderbare Schauspieler, wird aus Shakespeare zitieren. Und das ist auch eine wunderbare Brücke zum zweiten theatralen Abend am 22. im Schauspielhaus. Dort wird Alexander Scheer mit Mata-Agritsch auf der Bühne sein, mit Pauline Renevier, mit Mauricio Valina und mit einem wunderbaren Jazz-Ensemble. Ein Abend, der sich ganz und gar Shakespeare zum Netten widmet, die Mata-Agritsch sehr liebt. Und diese Liebe möchte sie, wie alle anderen Konzerte auch, mit uns teilen. Ich freue mich sehr auf Ihr Kommen.